Festansprache wird nicht im Zeichen der Anklage stehen, sondern im Zeichen der Versöhnung. Versöhnung auch mit jenen Kräften, die in blindem Eifer unsere Heimstatt zerstört haben. Darf ich also hier die Einladung aussprechen und die herzliche Bitte, dass Sie uns die Ehre erweisen, zur Einweihung zu kommen? Herzlichen Dank, ehrwürdiger Vater. Sehr erfreut, Ihren Sohn kennengelernt zu haben.